Herzlich willkommen zum täglichen Monolog am Freitag. Ja, das Weiße Haus geht nicht nur im Schnee, sondern auch im Chaos unter. Der Handelskrieg ist jetzt vielleicht doch nicht so schlimm wie befürchtet und Facebook macht mit unseren Daten, was es will. Aber wir müssen uns natürlich heute um die wirklich wichtigen Dinge kümmern. Die ganz wichtigen Dinge. Und zwar die neue Zeitung von Joko Winterscheid. Die heißt JWD. JWD, ich dachte erst, das steht für Joko Winterscheid Deutschland, weil es ja eine deutsche Zeitung ist. Aber JWD, und daran merkt man, dass Joko jetzt wahrscheinlich bei Zirkus Halligalli nicht unbedingt für die Wortwitze verantwortlich war. Joko Winterscheids Druckerzeugnis. Oder Druckerzeugnis. Oder Druckerzeugnis? Druckerzeugnis hat er vielleicht bekommen, weil er diese Zeitung ausdrucken konnte. Oder Druckerzeugnis im Sinne von eine Zeitung ist ein Druckerzeugnis. Wir werden es nie herausfinden. Joko Winterscheids Druckerzeugnis, das geht einem wirklich von den Lippen. Das kann man sich ganz gut merken. 164 Seiten, feinster Text, Drugs and Rock'n'Roll. Team Joko, oh, hat man sich bei Conan bedient. Team Joko besucht kiffende Nonnen, macht Urlaub mit fremden Koffern, fährt Porsche mit einem coolen Zottel. Denn das ist ja, glaube ich, das, was die jungen Leute sehen wollen. Coole Zottel. Geht nackt zum ersten Date und isst Mars auf dem Mars. Ich möchte jetzt ja niemanden enttäuschen, der jetzt mit falschen Hoffnungen an diese Folge geht. Es ist nicht Joko, der nackt zum ersten Date geht. Wir sehen hier zum einen die Zeitung, aber natürlich fällt auf, in der Zeitung steckt was drin. Sobald wir in den Kiosk gehen und diese Zeitung sehen, sehen wir oben ein dickes RTL-Zitat. Halt, stopp, jetzt rede ich. Das ist, glaube ich, die neue Seriosität von Joko Winterscheid. Er zitiert jetzt nur noch RTL und nicht mehr Glashäufer Umlauf. Wenn wir diesen Pappschieber rausziehen, sind natürlich alle gespannt drauf, was ist da zu sehen. Also zum einen haben wir hier Werbung für die Zeitung, offensichtlich von einer Person, die Hashtags noch nicht ganz verstanden hat. Also zum einen haben wir hier Zeilenumbrüche im Hashtag. Sagen wir so, wenn man 2 Minuten auf Twitter war, dann merkt man, dass das eigentlich nicht funktioniert. Und hier unten sehen wir Sätze, die mit einem Hashtag anfangen, aber nach dem Hashtag kommt ein Leerzeichen. Also es ist offensichtlich, die Social Media Abteilung war jetzt noch nicht da, wahrscheinlich einfach noch im Urlaub oder so für die erste Ausgabe. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist die neue Bodenständigkeit von Joko Winterscheid, ist das hier zu sehen. Überhaupt nicht creepy. Eine Maske von Joko Winterscheid in Pod Save America Style. Es ist wirklich überhaupt nicht creepy. Ich weiß, was ich heute tragen werde. Schauen wir mal rein in die Zeitung. Und bevor man so eine Zeitung, ich meine, die ist komplett neu. Man muss natürlich wissen, ist das was für einen oder nicht. Und deshalb muss man natürlich gucken, ist man in der Zielgruppe? Wie findet man die Zielgruppe heraus? Man könnte jetzt zum einen, ich meine, die ist relativ dick, man könnte jetzt alle Artikel lesen und dann würde man wissen, ist man in der Zielgruppe oder nicht, würde man halt eben wissen, ob es einem gefällt oder nicht. Es dauert relativ lange. Ich habe da eine Taktik entwickelt, wie ich mittlerweile an Zeitungen rangehe. Ich schaue mir einfach die Werbung an, die in den Zeitungen angeboten wird und gucke, ob mir das gefällt oder nicht, weil die Werbung muss natürlich gucken. Die machen Marktforschung und alles und die wissen natürlich relativ genau, was ist die Zielgruppe. Und deshalb gucke ich mir einfach die Werbung vorher an und denke, okay, wenn mir diese Produkte gefallen, wird mir die Zeitung vielleicht auch gefallen. Das machen wir jetzt auch und zwar gleich auf der ersten Seite Autowerbung. Autowerbung ist immer gut, vor allem in dieser Zeit der Autoindustrie geht es nicht gut. Wir haben Uhren, übrigens auch hinten eine Uhr, also weil ich habe schon eine, ich brauche keine mehr, aber gut, vielleicht braucht ihr eine Uhr, dann gibt es hier Uhrenwerbung. Was haben wir noch? Hier ist Autowerbung. Yes, geil, Autos. Männer brauchen Autos und zwar viele, viele Autos. Ich war auch echt doof, ich bin die letzte Zeit immer mit Leinenbeutel rumgelaufen, aber dann tat immer der eine Arm tat immer weh und dann dachte ich, wie kann ich meine Einkäufe transportieren? Und habe dann versucht, so einen Korb aus dem Supermarkt zu klauen, aber der hatte so ein Magnetding, es hat mega gepiept, war wirklich peinlich und dann musste ich mit allen Sachen so auf dem Arm. Jetzt habe ich's. Rucksäcke. Ein Rucksack ist doch mal eine feine Sache. Einfach mal einen Rucksack kaufen. Hier haben wir noch ein Auto. Also ich weiß nicht, vielleicht seid ihr jetzt schon gehuckt. Autos, hier haben wir Kleidung für Frauen. Ah nee, für Männer sehe ich gerade. Das ist Kleidung für Männer. Dann haben wir hier einen Duft. Separates the man from the boys. Also wenn du jetzt auf Klassenfahrt bist und das auf einmal aufsprühst, dann wirst du auf einmal zum Creep im Schullandheim. Hier haben wir noch ein Auto. So richtig bin ich jetzt. Oh! Ah, vielleicht. Ah, ich glaube, ich bin doch in der Zielgruppe. Toiletten. Toiletten. Also wenn das nichts ist, ich glaube, da bin ich dann wahrhaftig vielleicht doch in der Zielgruppe. Wenn ich hier sehe, die machen Werbung für Toiletten. Wir haben Joko in letzter Zeit als Businessmensch kennengelernt. Der hat ein Sockenimperium aufgebaut. Also wirklich unfassbar. Und natürlich ist Joko
auch ein geschickter Businessman. Er ist der neue Carsten Maschmeyer. Und wenn er jetzt eine Zeitung rausbringt, dann kriegt er zum einen Geld natürlich, weil Anzeigenkunden Werbung in der Zeitung schalten. Dadurch kriegt er Geld. Zum anderen kriegt er aber auch Geld dafür, dass Leute wie ich diese Zeitung halt kaufen. Und Joko wäre nicht Joko, wenn er zufrieden wäre, damit von zwei Seiten Geld zu kriegen. Und deshalb hat Joko jetzt ganz geschickt, sagen wir mal, die Werbung revolutioniert, würde ich fast sagen. Und zwar bekommt er Werbung von drei Seiten. Also nicht nur, dass er Werbung dafür bekommt, dass Werbung in dieser Zeitung geschaltet wird und davon, dass Leute wie ich diese Zeitung kaufen, sondern er verdient auch noch Geld an der Werbung, die an die Zeitung verkauft wird. Das ist ein Business-Move à la Joko Winterscheid. So jemand kann kein schlechter Investor sein. Der kennt sich aus, der weiß die dicken Moves. Das finde ich richtig gut. Ich glaube, ich weiß auch, woher er diesen Move hat. Ich glaube, von dieser Werbung hier. Geld zu Geld machen, Zeit für den Karriere-Reboot. Ja, gut, natürlich, ne? Also, wenn man mal seine Karriere überdenken will, dann sollte man vielleicht... Ich meine, es gibt einfach zu wenig Männer, die in Anzügen anderen Leuten sagen, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Dann haben wir hier nochmal Werbung. Das sind Shampoos, die man hier sieht. Offensichtlich hier unten ist... welches Shampoo das ist, steht da? Und der... Moment. Nee, das ist jetzt keine... Das ist, glaube ich, redaktionell... Da ist jetzt keine Werbung zu sehen, das ist einfach nur die Preise und sowas. Also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass die für das erfrischende Volumizing Shampoo von Espor 37 Euro bezahlt haben. Das lag wahrscheinlich im Briefkasten oder sowas und dann hat man das gleich mal genutzt. Also vielleicht redaktionelle Werbung. Jetzt haben wir hier, was ist das hier? Das ist ein irgendwie, wer läuft so rum? Also ganz im Ernst, wer macht das? Wer geht so auf eine Bank? Also wirklich, und wo ist das? Es sieht aus wie Tschernobyl, wie eine Mischung aus Mallorca und Tschernobyl. Das ist jetzt, glaube ich, ist das, es steht nirgendwo Anzeige daneben, es ist aber, glaube ich, das ist Werbung. Das ist Werbung jetzt hier auf dieser Seite. Also das ist jetzt keine Werbung, weil das hat jetzt einer aus der Redaktion geschrieben, das hat die Redaktion geschickt bekommen. Das ist jetzt Werbung. Jetzt haben wir hier, ja, das ist jetzt The Day After. Wer feiern kann, kann auch gut aussehen. Das ist jetzt... Werbung? Nee, das ist ja im Stil wie das eben. Das ist jetzt keine Werbung. Also hier haben wir jetzt zwar irgendein alkoholfreies Deodorant und auch gleich die Internetadresse, wo man es bestellt mit dem Preis. Aber ich glaube, das ist jetzt keine Werbung, sondern das ist einfach Produktinformation. Das ist ein Tipp von Joko persönlich. Das ist wahrscheinlich hier aus seinem Badezimmer oder sowas aufgenommen. Das ist jetzt keine Werbung. Das ist wieder redaktionelle Werbung. Das hier ist jetzt... Ja, das ist das jetzt Simple, Sleek, Sophisticated. Das klingt nach Joko Winterscheid. Ist das jetzt Werbung oder ist das jetzt, das sieht nach Text, aber... Ach nee, hier oben steht Anzeige. Also das ist jetzt, das ist Werbung. Das ist keine Werbung. Hier sehe ich, wie teuer das ist und wo ich das bestellen kann. Das sehe ich hier nicht, deshalb ist das Werbung und das keine Werbung. Ich glaube, so funktioniert das. Jetzt haben wir hier den Duft der Rauen. Das ist natürlich klar. Also wir Männer müssen natürlich rau duften. Das ist vollkommen klar. Wir trinken alle Jever, sind alle Friese Scherb und müssen rau duften und kaufen Autos. Ganz gerne Autos. Also wirklich, bei Autos wissen wir wirklich alles. Also Zylinder, Lenkrad, Fensterheber. Wir kennen uns bei Autos einfach aus. Das hier ist jetzt der Duft der Rauen. Das ist jetzt wieder keine Werbung, weil hier stehen wieder Preise dabei und wo man das bestellen kann. Also das ist jetzt keine Werbung. Jetzt haben wir hier... Ach nee, da steht wieder Anzeige oben. Also das ist jetzt wieder Werbung. Das ist jetzt keine Werbung. Wenn man jetzt hier Anzeige dazu schreiben würde, dann wäre das Werbung. Aber das ist keine... Nee, das ist Werbung. Das ist keine Werbung. So rum funktioniert das. Schauen wir mal ein bisschen inhaltlich rein. Es gibt natürlich auch Gastautoren, die geschrieben haben. Sophie Passmann hat sich zum Beispiel darin in der Zeitung völlig zu Recht über Jared Kushner lustig gemacht. Und hier haben wir jetzt... ein Artikel von Nils Bokelberg. Die Älteren werden sich erinnern. Nils Bokelberg bei Viva oder jetzt von Gästeliste Geisterbahn. Und zwar ist das die Rubrik Plattentweetig. Je Lied ein Tweet. Folgende technische Frage. Das hier sind jetzt die ganzen Tweets. Ich bin mir relativ sicher, da man diese Zeitung für 4,40 Euro kauft, wäre ich enttäuscht, wenn er das schon mal getwittert hätte, weil dann könnte ich es auch einfach im Internet lesen. Jetzt habe ich also folgende Frage. Diese Sachen waren noch nie bei Twitter. Die haben Twitter noch nie gesehen. Aber kann man das trotzdem als Tweet bezeichnen? Weil das ist ja jetzt kein Tweet. Das ist ja jetzt in der Zeitung abgedruckt. Es wurde auch nie getwittert. Also wenn das jetzt was mal getwittert wurde und dann hat man es in der Zeitung abgedruckt, dann könnte man sagen, das ist ein Tweet, weil das original ein Tweet ist. Aber das hier ist einfach nur merkwürdig aussehender Zeitungsartikel. Das ist doch kein Tweet. Hier haben wir übrigens nochmal den Hinweis, dass es
welche Zeitung wir gerade lesen und von wem wir die gerade lesen. Ein Hinweis, den wir hier auf der Pappe schon gesehen haben. Jetzt haben wir den Hinweis hier auch nochmal in der Zeitung, denn der doppelt hält einfach besser. Und ich meine, das sind ehemalige ProSieben-Zuschauer, die diese Zeitung kaufen. Die sind das gewohnt, dass Werbung fünfmal hintereinander kommt. Dann haben wir hier einen Artikel aus der Rubrik Dinge, die Joko privat eigentlich ganz gerne mal machen würde, wo er sich aber ein bisschen zu schade für ist und deshalb die als Arbeit verkleidet. Joko im Puppenpuff. Das hier fand ich auch ganz interessant. Wir haben hier ein Heft im Heft. Das ist ein Reiseführer für Thessaloniki. Und dieses Heft im Heft, man sieht es hier unten, heißt Der kleine Winterscheid. Ich dachte, der kleine Winterscheid wäre Klaas. Hier haben wir nochmal für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, in groß die Werbung für Joko. Und auch, dass man in ganz groß nochmal sieht, dass man in der Redaktion offensichtlich Twitter noch nicht verstanden hat. Ich meine, ProSieben-Zuschauer sind es online in der Mediathek gewohnt, dass alle 6 Minuten die gleiche Captain Morgan-Werbung kommt. Das ist natürlich nur logisch, dass man dieses wunderbare Konzept und überhaupt also auch nervenschonende Konzept in die Zeitung überträgt. Und dann sind wir hier am Schluss der Zeitung. Das ist hier die vorletzte Seite. Hier ist Impressum und so weiter. Und hier haben wir die Jokopedia, Lexikon der Gegenwartskultur. Joko checkt mal ab, was cool ist im Cyberspace. Und er ist gekommen auf Musical.ly. Endlich weiß ich, Lisa und Lena von Musical.ly. Endlich weiß ich, dass die da bekannt geworden sind. Endlich, also nachdem die beim Bambi oder was das war, beim Deutschen Fernsehpreis Preise verliehen haben, hat Joko gedacht, die kannte ich ja noch gar nicht und hat sich die mal angeguckt. Ich glaube, in der nächsten Folge wird Snapchat kommen und dann in der übernächsten Heft, da wird es richtig interessant, da geht Joko mal, da ist er wirklich so kurz vorm Darknet, dann guckt er sich mal die Facebook-App an. Das wird doch interessant. Das ist ein tolles Heft, es ist D-Max das Magazin, würde ich sagen. Kauft euch alle dieses Heft, ich laufe nur noch so rum heute. Das wird mein Ding heute, ich werde das gleich sofort ausschneiden und als Joko Winterscheid rumlaufen. Am Montag geht es wieder tief in die Themen des aktuellen Tagesgeschehens, aber wir mussten natürlich, es ist der ARD-Brennpunkt unter den täglichen Monologen, wenn Joko Winterscheid eine neue Zeitung rausbringt. Wir sehen und hören uns hoffentlich Montag wieder. Bis dahin, ciao.